Ich bin der Fabri Forlin und ich bin im zweiten Lehrjahr als Hochbauzeichner. Meine Lehre geht vier Jahre lang. Ich habe einen Tag Schule unter einer Woche. Es ist sehr abwechslungsreich und man kann vieles genau zeichnen. Und das Coole ist, man darf zwischendrin auch mal mit auf die Baustelle. Mein grösstes Highlight ist sicher eine Projektwoche im Gelenkental mit den Lehrlingen. Dort ist mir der Maurerberuf etwas näher gezeigt worden und auch das Handwerkliche. Ja, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Es ist cool, dass man so viele Berufe in einem Haus hat. Und wenn man Fragen hat bezüglich der Lehre oder der Schule, kann man eigentlich überall Fragen gehen. In meiner Freizeit hocke ich eigentlich so gut wie nur auf dem Velo. Dann bereite ich mich für die nächsten Rennen vor. Ich trainiere so zwischen 10 und 15 Stunden in der Woche. Es braucht sehr viel Disziplin und Organisation, dass man ein gutes Verhältnis zwischen Sport und Lehre hat. Es ist sicher strenger als eine normale Lehre, aber ich denke, wenn man das will machen, dann schafft man das auch. Mein Ziel ist, dass ich Profisportler werden kann und damit Geld verdienen. Und wenn das nicht klappt, dann habe ich sicher auch eine gute Basis mit dieser Lehre.